Auf dem Weg zum nächsten Dorf erzählt Tigardin, sein Team soll nur den Menschen helfen. In Wirklichkeit geht es aber auch um etwas anderes. Kaum in Gall angekommen, wird der US-Sergeant vom Dorfältesten informiert, dass in der letzten Nacht mehrere bewaffnete Somalier in der Gegend gesehen wurden. Dann bittet der alte Mann um Geld. Seine Frau liegt schwer krank in einer Klinik in Djibouti und er kann ihre Behandlung nicht bezahlen. Tigardin verspricht sofort Hilfe. Als die Soldaten die Kisten mit Schulmaterial heranschleppen, lockt allein der Anblick Scharen von Kindern in den Hof. Sie müssen sich mit neuen Freundschaften zufrieden geben. Der Dorfälteste ist heute nicht in der Stimmung, die Geschenke zu verteilen. Amerika tut Gutes und sammelt damit nebenbei wertvolle Informationen über die Feindlage. So ist es auch am späten Nachmittag in Douda, dem sechsten Halt unserer Dorftour. Diesmal wird der 80-jährige Dorfälteste mit einem neuen Bett beschenkt. Tigardin informiert den alten Mann, dass er in den nächsten Tagen zum Militärkrankenhaus gebracht würde, um seinen grauen Star operieren zu lassen. Sie sagen uns, wie es ihnen geht, wie die Zustände in ihrem Dorf sind, ob sie genug Wasser haben und so weiter. Hauptsächlich sind es irgendwelche Beschwerden, all die unerfreulichen Sachen, die so passieren. Außerdem passen sie sehr gut auf, was in ihrem Gebiet passiert und berichten uns, wenn irgendwelche Fremde dort auftauchen. So würde man uns zum Beispiel sagen, wenn vor zwei Nächten eine Gruppe von 30 Männern hier vorbeigekommen wäre. Von hier aus sind es nur 2 Kilometer bis zur somalischen Grenze. Alle paar Minuten fahren vollbeladene Autos an uns vorbei. Am Übergang selbst gilt absolutes Drehverbot. Wir wissen nicht, wie genau kontrolliert wird. Sind das Flüchtlinge? Die Autos kommen jedenfalls aus Somalia. Woher wissen Sie das? Dies hier ist die Hauptverbindungsstraße nach Somalia und Sie sehen ja, wie die vollbeladenen Autos hin und her fahren. So werden die Somalier hier ins Land gebracht. Könnten Terroristen unter Ihnen sein? Sie müssen durch eine Polizeikontrolle und zusätzlich, genau wie wir, durch Kontrollpunkte des einheimischen Militärs. Und da drüben werden Sie auch gerade wieder kontrolliert. Wir haben damit nichts zu tun. Es ist Sache der Regierung, des Militärs und der Polizei, festzustellen, ob darunter Terroristen sind oder nicht. Eine Überraschung erwartet mich am nächsten Morgen. Das 1. Bataillon der 65. Infanteriebrigade hat sich bereit erklärt, mich nach Uganda mitzunehmen. Ein Teil der Einheit ist bereits dort, um das ugandische Militär fortzubilden. Am frühen Morgen starten wir in einem Herkules-Transportflugzeug der US-Luftwaffe nach Entebbe. Der Flug, der normalerweise 2 Stunden in Anspruch nimmt, wird heute wesentlich länger dauern. Statt der direkten Route über Äthiopien fliegen wir über Somalia. Und das nur, um ein paar Ansichtsbilder zu knipsen, meint einer der Soldaten ironisch. Plötzlich taucht ein Sea Stallion-Hubschrauber der Marines hinter unserer Maschine auf. Der Pilot, der auf Beobachtungsmission ist, hat sich mit dem Treibstoff verschätzt und benötigt dringend Sprit. Das Tanken in der Luft gestaltet sich bei extrem starkem Wind sehr schwierig. Immer wieder versucht der Hubschrauberpilot, den Tankschlauch in den Zapftrichter einzuführen. Ohne Erfolg. Beim nächsten Anlauf gerät der Rotor des Hubschraubers an den Trichter. Sofort wird die Aktion abgebrochen. Der Hubschrauber muss in den Bergen notlanden. Mehr als eine Stunde kreisen wir in der Gegend, bis eine Rettungsmannschaft den Hubschrauber erreicht hat. Einst von Winston Churchill als die Perle Afrikas bezeichnet. Entebbe. Wir fahren den berühmten Lake Victoria entlang.
Wir sind auf dem Weg zur Kazenji-Militärschule, wo die Amerikaner mir einen weiteren Baustein ihrer neuen Afrika-Politik vorführen möchten. 27 US-Ausbilder unterrichten in Kazenji etwa 300 ugandische Soldaten in Terrorbekämpfung. Boom, boom. Sie ahmen Schüsse nach. Übungsmunition ist teuer. Aus einem Versteck greifen Ausbilder an. Obwohl es sich nur um eine Simulation handelt, nehmen die Männer aus Uganda das Kriegsspiel ziemlich ernst. Keiner von ihnen will einen Toten oder Verletzten spielen. Und schon gar nicht die Rolle eines Sanitäters. Eine Zwischenbilanz in der Pause. Die Trainer sind im Großen und Ganzen zufrieden. Einziger Kritikpunkt: das ständige Klopfen auf die Gewehre muss aufhören. Das verrät dem Feind die eigene Stellung. In der nächsten Trainingseinheit lernen die Soldaten, in welcher Formation sie sich beim Durchqueren unbekannter Gebiete bewegen sollen. Um solche Lehrgänge in afrikanischen Ländern durchzuführen, hat die US-Regierung inzwischen 560 Millionen Dollar freigegeben. Nach dem Mittagessen beginnt der theoretische Teil der Fortbildung. Im Mittelpunkt steht die Vorgehensweise bei der Durchsuchung eines Fahrzeugs. Die Soldaten verfügen über Englisch-Grundkenntnisse, doch oft haben sie Schwierigkeiten mit den amerikanischen Ausdrücken für verschiedene Teile eines Autos. Da hilft auch die Anwesenheit des Dolmetschers nicht. Der Ausbilder muss zum Stift greifen und das entsprechende Fahrzeugteil auf die Tafel malen. Um absolut sicher zu gehen, dass die Männer den Unterricht verstanden haben, geht der Ausbilder durch die Reihen und fordert Einzelne auf, die Inhalte wiederzugeben. John Kolsa ist Sergeant der ugandischen Armee. Wie Sie wissen, ist Terrorismus ein großes Problem in unserer Region. Uns wird hier Terrorbekämpfung beigebracht. Wir lernen zum Beispiel, wie man Fahrzeuge durchsucht, Menschen abtastet und mit unterschiedlichen Methoden verhört. Es war ein umfangreiches Programm und wir haben viel gelernt. Der Lehrgang endet mit einer musikalischen Würdigung der Ausbilder. Danke für die Weisheit, die du uns geschenkt hast, singen die Soldaten auf Swahili. Jeder Trainer wird dabei namentlich genannt. Schon morgen werden einige der ugandischen Soldaten in Mogadischu sein, als Verstärkung für die Truppen der Afrikanischen Union, genannt EMISOM. Als ich wieder in Somalia lande, trifft auch gerade ein Flugzeug der Uganda Air mit 166 Soldaten an Bord in Mogadischu ein. Ich will die EMISOM bei der Arbeit beobachten. Aber mir wird die Drehgenehmigung kurzfristig wieder entzogen. Die Hauptaufgabe der 4.800 EMISOM-Soldaten aus Uganda und Burundi ist es, das Regierungsviertel im Süden der somalischen Hauptstadt zu schützen. Die 10.000 Regierungssoldaten sind dazu nicht in der Lage. Mein letzter Tag in Mogadischu verläuft ähnlich wie der erste. Unterwegs erhalten wir die Nachricht von einem heftigen Angriff der extremistischen Al-Shabaab auf das EMISOM-Hauptquartier in der Gegend des Flughafens. Wir sehen mehrere gepanzerte Fahrzeuge der Afrikanischen Union an uns vorbeirasen. Obwohl es verboten ist, entscheiden wir uns, einem der Fahrzeuge zu folgen. Nachdem der letzte EMISOM-Panzer weggefahren ist, verlassen meine Leibwächter das Auto, um festzustellen, ob ich hier ungefährdet filmen kann.
Kurz danach, umringt von meinen vier Bewachern, überquere ich die Straße. Wieder einmal erwartet mich eine Szene des Grauens. Drei junge Al-Shabaab-Kämpfer. Es wird uns erzählt, dass es noch mehr Tote unter den Angreifern gab, aber sie hätten sie bei ihrem Rückzug mitgenommen. Aus vorbeifahrenden Autos wird immer wieder geschossen. Für mich eine der gefährlichsten Situationen bei meinem Aufenthalt in Somalia. Die Leichen werden abtransportiert. 1 Million Menschen haben ihr Leben im Bürgerkrieg verloren. Die Welt überlässt die Menschen hier weitgehend ihrem Schicksal und der Hoffnungslosigkeit in einem gescheiterten Staat. Ja.